geht ab, ihr absolut stinkenden Stinker! Wieso will ich gerade wie Superman losfliegen? Ihr alle kennt Statuen, ihr alle habt schon mal Statue gesehen, steht ungefähr so dran. Hi. Aber wir gucken uns heute gruselige Statuen an, die sich einfach so vor laufender Kamera bewegt haben. Ihr sagt nein, ihr glaubt mir nicht. Ich beweise euch es. Lasst einen Daumen nach oben da, alle die neu sind. Jetzt kostenlos abonnieren. Ab jetzt jeden Tag neues Video nur für euch. Bam! Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Aus persönlichen Gründen konnte der andere Sprecher seine Arbeit leider nicht mehr fortsetzen. Also werde ich ab sofort die neue Stimme für diesen Kanal sein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Danke! Hast du schon mal von Automatonophobie gehört? Das ist die Angst vor Schaufensterpuppen, Robotern oder Statuen. Hä? Man würde denken, dass Statuen meist unbeweglich sind, aber in diesem Video zeigen wir dir 10 Momente, in denen sich Statuen bewegen und dabei sogar von einer Kamera gefilmt wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Er sagt's, Mann. Abonniert jetzt hier. Guck, er sagt auch noch. Abonniert alle Kanäle. Los jetzt, Leute. Jeder, der ein neues Abo kommt. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Nummer 10. Dieser Tempel von Sai Baba in Indien wird jedes Jahr von Tausenden von Pilgern besucht. Okay. Sai Baba ist dafür bekannt, Wunder vollbracht zu haben. Seine Anhänger behaupten, dass nachdem sie in seinem Tempel gebetet hatten, Sai Baba oft in ihren Träumen erschien und ihnen Ratschläge gab. Aha. Daher waren seine Anhänger überhaupt nicht überrascht, als sie ein Video sahen, in dem sich die Statue zu bewegen scheint. Nach Meinung vieler Menschen gehörte dieses Ereignis zu der langen Liste von Wundern, die Sai Baba vollbrachte. Okay. Wenn du genau hinschaust, kannst du sehen, dass sich die Kette, die über Sai Baba langsam und wehmütig bewegt. Ah, ah. Mm-mm. Ich guck Video nicht mehr weiter, ich bleib unterm Tisch. Hau ab, hau ab jetzt. Das ist noch nicht alles. Wenn man genau hinsieht, scheint es so, als würde die Statue auch atmen. Der Bro, gruseligste Teil ist, what dass die Kette dann auch noch auf den Boden fällt. Ziemlich gruselig, wenn ihr mich fragt. WTF, hä? Nummer 9. Okay, also das muss ja entweder, aber das kann ja nicht, vielleicht ist irgendwie die Statue kaputt gegangen, aber ein Windzug, ich check's nicht, kann ich euch nicht sagen. Seltsam, Nummer seltsam. 9. Nebseno ist eine 4000 Jahre alte ägyptische Statue, die im Manchester Museum steht. Okay. Berichten zufolge wurde die Statue gefilmt, als sie sich bewegte und sogar drehte. Weil die Statue 4000 Jahre alt ist, glauben die Menschen, dass sie magische Kräfte hat. Okay. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich eine 25 cm große Statue einfach so bewegt. Hä? Laut einer Sage heißt es, dass die Statue im Jahr 1800 bitte was? Für die Seele eines ägyptischen Mannes geschaffen wurde. Nachdem das Videomaterial hochgeladen wurde, ging es ziemlich schnell viral, weil viele Menschen sich diesen mysteriösen Vorfall nicht erklären konnten. Hör auf! Mehrere Experten, die das Videomaterial untersuchen, sagen, dass die Statue sich aufgrund der Fußgänger, die mit ihren Schritten Schwingungen erfolgt haben, bewegt hat. Ja. Aber glaubst du das? Ja, oder könnte tatsächlich eine geheimnisvolle Energie auf der Statue stehen? Nein! Schreib es in die Kommentare. Nein! Nein! Stopp! Ey, auf dem Kanal gibt's ja Kommentare! Ey, all die, die dieses Video gucken, auf meinem Hauptkanal gibt's ja keine Kommentare. Hier gibt's Kommentare. Schreibt mal einen Kommentar. Schreibt mal rein. Glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Schreibt einfach Kommentare. Schreibt Hallo, Tschüss, Furz, Bärchen, Backe, Knuddel, stinkender Holzkopf. Bro, das waren Safety-Schritte vorhin, 100%. Der Madonna von Ta Pau, einem Wallfahrtsort in Vietnam. Okay. Äußerst gläubige Menschen besteigen eine Treppe von fast 400 Stufen hinauf, um die Statue aus der Nähe bewundern zu können. Maschallah, wahrscheinlich würde ich 400 Stufen laufen, um die Statue zu sehen. Ich glaube auch. Wie bei vielen Schreinen und Tempeln wird auch hier behauptet, dass sich viele Wunder ereignet haben, wie göttliche Erscheinungen und wundersame Heilungen. Okay. Eines dieser Wunder soll sogar mit einer Kamera festgehalten worden sein. Jetzt bin ich gespannt. Leider ist die Qualität des Videomaterials nicht allzu gut. Aber wenn man genau hinschaut, bewegt sich der Mantel, der um die Statue liegt. Hä? Meiner Meinung nach sieht das Videomaterial glaubwürdig aus. Das kann aber auch daran liegen, dass die Leute im Hintergrund wirklich überrascht waren, als Maria sich bemerkbar machte. Glaubst du das? Oder bist du dir unsicher, ob da tatsächlich ein Fake hintersteckt? Hä? Übrigens, wenn du auf die Bäume achtest, kannst du sehen, dass der Wind zu dieser Zeit praktisch stillstand. Hä? Aber warte mal, also ist das... Ist dieser Mantel... Yo, der ist fest? Ist der... Also ist, gehört der Mantel zur Statue, dass es eine feste Statue ist? Dann ist es creepy, Bruder. Weil wenn das ja einfach nur ein Mantel ist, der so ein bisschen rumweht, dann kann ja irgendein 7-jähriger Timmy dahinter stehen und... Geister machen. Schneewittchen ist wohl eine der beliebtesten Disney-Prinzessinnen der Welt. Okay. Aber die Kinder, die in Boca del Rio, Mexiko leben und das folgende Video gesehen haben, finden Schneewittchen jetzt wohl eher gruselig. Das liegt daran, dass es im Kingdom Park eine Statue gibt, die sich angeblich bewegt hat.
Auf den folgenden Videoaufnahmen eines mexikanischen Fernsehsenders sehen wir, dass es ihnen gelungen ist, ein übernatürliches Ereignis mit der Kamera einzufangen. Allein der Anblick der Statue wird euch einen Schauer über den Rücken jagen. Bruder, geistkrank creepy. Die Kamera in Richtung Schneewittchens Augen. Daraufhin blinzeln die Augen direkt in die Kamera. Der Kameramann sagte, dass er unglaublich erschrocken und sehr geschockt war, nachdem das passierte. Seit der Eröffnung des Parks im Jahr 1988 wurden auch mehrere Geistersichtungen von Einheimischen gemeldet. Bevor es ein Park wurde, war es in der Tat ein privater Friedhof einer dort lebenden Familie. Okay, also das muss entweder Video... Nein, oh Gott, Bro, ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Mann, wieso gucke ich mir auch ein... Oh, meine Decke, wo ist meine Decke? Verdammt nochmal. Nummer 6. Okay. Bro, es wird immer creepier. Mehrere Zeugen berichten, dass sämtliche Buddha-Statuen im Einkaufszentrum von Kuala Lumpur plötzlich anfingen, sich zu bewegen. Okay. Was sehr gruselig ist. Dies wurde auch auf einer Kamera festgehalten und wir sehen, dass sich die Münder und Augen bewegen und eine Art helles weißes Licht über die Statue leuchtet. Hä? Viele Leute behaupten, dass das Videomaterial nicht manipuliert wurde und das wirklich passiert ist. Das unerklärliche Phänomen ereignete sich zwischen 17 und 18 Uhr am 27. Februar 2011. Ein Mönch, der in der Nähe war, sagt, er sah Licht von der Statue auskommen, gefolgt von unerklärlichen Klängen, die aus einer anderen Dimension zu kommen schienen. Einige Leute sagen, dass andere Statuen, die draußen waren, auch begannen, sich zu bewegen. Ich habe keine Ahnung, ob wir diesen Leuten glauben können. Schließlich sagen sie, dass es passieren könnte. Und nur im Film. Glaubst du das? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die hat auch geblinzelt, aber ich glaube, das war eine Lichtreflexion. Ich glaube, das war Lichtreflexion gerade, ne? Dies ist eines der berühmtesten Videos von sich bewegenden Statuen im Internet. In dem Video sehen wir die Hindu-Göttin Lord Kalika, die mit ihren Augen die Kamera verfolgt. Mhm. Viele Leute denken jedoch, dass dies einfach nur eine optische Täuschung war, die durch die hohlen Augen der Statue erzeugt wurde. Hä, wo? Das erinnerte mich auch ein wenig an ein Video, das ich von einer T-Rex-Illusion gesehen hatte. Es wird also gemunkelt, dass der Bildhauer der Lord Kalika Statue eine ähnliche Technik angewendet hat, um diese Illusion zu erreichen. Andere... Bruder, wer macht so eine Statue? Mashallah, Bruder, wieso machst du nicht Statue von rosa Plüschbärchen mit Gummibärchen und einem riesen Lollipop? Wieso sowas? Sie sagen jedoch, dass die Statue höhere Kräfte hat, aufgrund ihrer 4 Arme, die sehr lang sind. Yo. In anderen Darstellungen hat sie manchmal sogar 10 Arme. Ebenfalls hat sie in der indischen Kultur eine blaue Farbe, die sie noch um einiges geheimnisvoller macht. Mann, creepy, Digga. Es wird immer gruseliger, die letzten 4. Maria steht irgendwo in der Stadt Metan im Nordwesten Argentiniens und gehört ursprünglich Rosana Mendoza Frias und ihrer Familie. Okay. Die roten Flecken, die man im Gesicht der Figur sehen kann, sollen Blutstränen sein, die von der Jungfrau Maria kommen, wenn sie weint. Laut der Familie hätten sie mehrere Male miterlebt, wie die Statue live anfing zu weinen. Niemals. Im April 2014 begann die Statue anscheinend mit Blutstränen zu weinen und seitdem soll dies unerklärlicherweise mehr als 38 Mal passiert sein. Als die Frau... Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Bro, wenn das stimmt. Wenn das stimmt. Bruder, ich fahr jetzt sofort los und film das. Ich fahr jetzt los und wir gucken das zusammen an. Bild der Statue ins Internet stellte, gab es am nächsten Tag 7000 Menschen, die sich die Statue genauer ansehen wollten. Einige waren gläubig, andere waren nur neugierig, ob die mysteriösen Geschichten tatsächlich passiert waren. Weil so viele Menschen auftauchten, wurde die Statue zum eigenen Schutz tatsächlich in eine Glasvitrine gestellt. Okay. Ey, safe niemals, never, Jason de Kers Taylor ist ein britischer Bildhauer, der 2 Leidenschaften hat. Nämlich die Bildhauerei und das Meer. Er kombinierte diese 2 Interessen und Die kennen wir alle. Und davon hat sich einer... Ich habe ein Video darüber gemacht, auf meinem Hauptkanal. Und da soll sich eine bewegt haben, jetzt bin ich gespannt. Der wichtigsten Skulpturenpark der Welt. Der Underwater Sculpture Park, wie er genannt wird, befindet sich vor der Westküste Granadas und ist zu einem Unterwassermuseum für Taucher auf der ganzen Welt geworden. Und was hat sich bewegt? Da die Statuen für eine lange Zeit auf dem Meeresgrund liegen, ist er zu einer Art Ort für das Unterwasserleben geworden. Ja. In anderen Berichten heißt es aber auch, dass die Statuen tatsächlich im Laufe der Zeit ihre Form verändern würden. Nein. Mysteriös. Auf diesem Foto scheint die Statue sogar Augen zu haben, was ziemlich gruselig aussieht. Können sich diese Statuen etwa wirklich bewegen? Bro, das war Photoshop. Da die Statuen lange Zeit im Wasser stehen, ist es möglich, dass sie sich manchmal zu bewegen oder sogar zu verändern scheinen. Das liegt wahrscheinlich an den Bedingungen des Salzgehalts im Wasser und dem Wachstum der Meerestiere und allem, was sie umgibt. Bro, das war ja mal so der Bad Photoshop. Warte mal. Digga, was ist denn das für ein Photoshop, hä? Bro, wahrscheinlich hat er so... Ja,
Moonmeister, Yalli, Yappa, Yappi. Als sich eine religiöse Person am Karfreitag irgendwo in Santa Ana, Mexiko, in einer Kirche umhertrieb, bewegte sich plötzlich im Hintergrund eine Statue. Okay. Das kann man auch sehen, wenn man ganz genau hinschaut. Nachdem das Videomaterial ins Internet gestellt wurde, glaubten viele Menschen, dass der Kopf von Jesus bewegt hätte. Wo? Allerdings war die Bewegung so minimalistisch, oh, dass sie wirklich schwer zu bemerken war. Oh. Wenn wir doch heranzoomen, kann man deutlich sehen, dass der Kopf plötzlich nach unten geneigt ist. Oh. Nach Meinung einiger Leute ist es möglich, dass der Kranz auf dem Kopf der Statue heruntergefallen ist und so einen falschen Eindruck erweckt hat. Oh, das kann sein. Die Kirche ist sich nicht sicher. Bro. Andererseits glaubt er, dass etwas Wunderbares geschehen ist. Aber es könnte auch sein, dass der Kopf der Statue einfach nur ein wenig zusammengebrochen ist. Oh, das ist, Das ist ein mysteriöses Ereignis für diese fast 300 Jahre alte Statue ist. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich Platz 1 sehen will. Ey, wer bis hierhin geschaut hat. Ich nutze es aus, dass ich Kommentare habe. Ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt, endlich mal wieder Kommentare zu haben. Wer bis hierhin geguckt hat, kommentiert. Kartoffelbrei. Nummer 1. In dem folgenden Video sehen wir eine Statue, die auf einem unbekannten Friedhof steht und plötzlich versucht, ihre Augen vor der Kamera zu öffnen. Viele Leute in den Kommentaren behaupten, dass das Videomaterial per Computer bearbeitet wurde und gefälscht ist. Wo? Andere wiederum glauben an übernatürliche Kräfte und sagen, dass die Statue tatsächlich ihre Augen geöffnet hat. Ich hab's nicht gesehen. Der Ersteller des Videos gab vor, dass die Augen der Statue eigentlich geschlossen sein sollten. Aber wie wir sehen können, scheinen die Augen geöffnet worden. Hä? Kannst du das glauben? Könnte das Foto vielleicht gefotoshoppt worden sein? What? Wurde das Video im Nachhinein bearbeitet? Oder haben wir es hier mit einem unerklärlichen Phänomen zu tun? Bro, dass sich diese Statuen wirklich bewegen können? Okay, das letzte sah echt real aus. Ich meine, wenn ihr euch wenn ihr das mal anguckt, das sieht nicht gefotoshoppt aus so. Bro, WTF, stell dir mal vor, eine Statue hat immer die Augen zu und auf einmal hat die auf. Ah, ich will nicht mehr, hey, Ladies and Gentlemen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos diesen Kanal, ich werde es durchziehen. Jeden Tag auch hier zusätzliche Reactions, auch Realtalk-Videos, alles Mögliche extra für euch produziert. Ich küsse euer Herz, jeder, der das Video angeschaut hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out, bis dann. Tschüss.